Hallo Felix Leuschner. Hallo Dietmar Dart. Genau, ich habe dir einen Text geschrieben und die Idee dabei war, als Kassel mich eingeladen hat, dass mich das, weil ich sonst Zeitung mache und irgendwelche Literatur schreibe, eigentlich immer nervt, dass es so ein Spektrum gibt. Auf der einen Seite sind irgendwelche starken Emotionen, Social Media und so weiter, und auf der anderen Seite ist die Präzision, wenn dann jemand eine Analyse macht. Und das wird immer weiter auseinandergeschnurpelt von dieser Welt, die wir haben. Und ich will es enger beieinander haben, und die Schnittstelle meiner Meinung nach zwischen genau und intensiv ist Musik. Und ich kann aber keine Musik. Null. Und dann habe ich einen Text geschrieben, in dem es um Geld geht und um Hass und um Selbstaufopferung und um den Staat und so, und habe gehofft, dass du das dann machst. Und ich habe es heute das erste Mal gehört und ich habe festgestellt, es ist nicht so sehr, ja, da sind jetzt Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt von mir, sondern ich habe jetzt viel mehr Erwartungen an den Abend. Und das ist einfach fantastisch. Und ich frage mich, hattest du Erwartungen an den Text und was hat der Text dir gegeben? Ja, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, hatte ich natürlich Erwartungen. Die Erwartung war, kann ich Musik draus machen? Kriege ich überhaupt Ideen, musikalische Ideen dafür? Und dann habe ich es gelesen. Das Erste, was passiert ist, ich habe wahnsinnig viel gelacht. Ich habe viel Spaß gehabt, das zu lesen, und sofort die ersten musikalischen Ideen gehabt. Sofort habe ich Strukturen gesehen und gehört. Ich habe Blitze entdeckt, die da in dem Text versteckt sind, sehr subtil versteckt sind, und habe gemerkt, das ist der stärkste Moment für mich, musikalisch erstmal dran zu gehen. Und was ich ganz toll fand, war, dass du den Blitzen keine Sprache gegeben hast. Denn dadurch, obwohl das eigentlich die Idee war, nämlich, dass man mit ihnen kommuniziert, aber das kann ich eben nicht. Ja, und dadurch musste ich eine Sprache für die erfinden. Und das war klasse, weil das hat wirklich der Musik die Identität erstmal gegeben, diese Blitzsprache. Jetzt war die Produktion natürlich so, wir waren eigentlich in unseren Gehäusen wegen Pandemie und haben ein paar Mal gemailt und ein- oder zweimal auch gezoomt. Ich hätte fast gesagt geskypt, das ist natürlich Gotteslästerung dann. Wie war denn der Prozess für dich sozusagen? Es ist ja kein Abholen von einem fertigen Text, wo du dann nur noch irgendwie Bilder zu machst, sondern genau wie du sagst, der hat eine Menge Stellen gehabt, wo ich einfach gedacht habe, da geht's dann erst los und das musst du machen. Hattest du trotzdem so ein Hin und Her? Also war das trotzdem eine Arbeit, die irgendwie für dich dialogisch war auf irgendeinem Level? Ja, also ich finde schon. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ich fand immer, dass wir gerade in den ersten Gesprächen, die wir hatten, schon sehr schnell in dieses Dialogische gekommen sind. Dass von den ersten Ideen, die jeder von uns hatte, ganz schnell sich neue Sachen entwickelt haben und neue Ideen dazu gekommen sind, die dann einfach aufeinander zugegroovt sind. Ja. Also die dann auch, die ich dann auch wirklich im Text wieder gefunden habe oder wo ich dann auch selbst noch was dazu geben konnte. Das ist nämlich der Punkt. Also du hast ja auch Textarbeit gemacht, und zwar fast die wichtigste, nämlich den Titel. Weil ich hatte irgendwie, ich hatte den Titel, und dann gab es irgendwie eine Auseinandersetzung, ja, das ist es noch nicht. Und das stimmt natürlich, weil genau das war ja mein Ansatz, nichts Fertiges hinzuklatschen. Und du hast dann den Titel gefunden, der stand aber tatsächlich doch schon drin, nämlich in einer von diesen Regieanweisungen. Ganz genau. Du hast ziemlich viel mit denen gemacht, ne? Mit den Regieanweisungen. Oh, die Regieanweisungen, die sind fast das Schmuckstück vom ganzen Text gewesen. Und die werden ja normalerweise gar nicht gelesen oder kommen gar nicht vor. Und die waren so schön, dass ich aus den Regieanweisungen dann Ballette gebaut habe. Und dann merkwürdige Wesen. Das ist deine Wohnung tapeziert mit dem Zeug auch, ne? Ja. Deine Texte, selbst unsere E-Mail-Dialoge waren irgendwann an meiner Wand als Zitate, die mich dann weitergeführt haben. Also da war eigentlich, selbst wenn wir nicht mehr gesprochen haben, immer noch der Dialog. Wir haben halt sozusagen ein Modell vom jeweils anderen im Kopf gehabt während der Zeit, würde ich auch so sehen. Und ich habe dann bei dieser Titeldiskussion lange nichts machen können aus Arbeitsgründen und habe dann nur noch eine Mail schreiben müssen, und das war halt die Mail so, genau, ja, genau, das ist das. Aber das ist dann meine Schlussbeteiligung gewesen, einfach zu sagen, ja. Ja, das war auch irgendwie die coolste Mail, die du geschrieben hast. Wir haben die, also ich war vom allerersten Moment, das war das Einzige, wo ich sofort wusste, das ist nicht der Titel. Genau. Als ich das erste Mal aufgeschlagen habe. Und das wäre der typische, ich verrate ihn natürlich nicht, man kann ihn auch noch ausgraben, wenn man irgendwie Papier hat, wo es draufsteht. Aber das war so ein Titel, wie ich ihn halt machen würde, wenn ich eine Erzählung schreiben würde oder sowas, was ich normalerweise mache. Und mir war klar, das ist er nicht. Ja, und dann war das aber ein langer Kampf. Also ich habe viele tolle
Sätze aus dem Text gehabt, die ein Titel hätten sein können. Ich finde es immer toll, wenn es ein Titel ist, der im Text irgendwie drin vorkommt, den man aus dem Text rauszieht. Und irgendwann, sehr spät, kam dann dieser Titel plötzlich nochmal aus dem Text rausgesprungen und deine erste sofortige Reaktion war perfekt. 2 Minuten später, genau. Ja. Und so das ist das Ding cool. Nämlich. Perfekt. Ja. Und deswegen sollten alle kommen.